Hallo, ich habe ein bisschen Müll gesammelt und ja, ich bin ja nicht so fleißig, was das Aufbrauchen angeht. Viele wünschen sich ja so monatlich ein Aufgebrauchvideo, aber das schaffe ich einfach nicht. Ich bewundere die ganzen YouTuberinnen, die immer Tonnen, kistenweise aufgebrauchte Produkte haben, aber das ist bei mir irgendwie nicht der Fall. Also ich schaffe es immer nicht so viel aufzubrauchen. Das ist jetzt auch der klägliche kleine Rest, den ich dieses Mal geschafft habe. Und ich muss sagen, da sind auch ein paar Produkte drin, da habe ich ein bisschen geschummelt. Das sind nämlich ein paar Pröbchen, aber ja, ich kann ja trotzdem so ein bisschen was dazu sagen und vielleicht, ob ich auch mir die Originalgröße kaufen werde. Und deshalb beginnen wir jetzt erstmal. Das erste, was ich zeigen möchte, ist eigentlich auch nur halbe aufgebraucht. Und zwar hier die obere Hälfte. Das ist so eine Gesichtsmaske von Balea, die Feuchtigkeitsmaske mit so einer Papaya da oben. Und sie ist extra für trockene Haut. Das dachte ich, passt ja ganz gut. Und ich muss erstmal zugeben, also das ist meine allererste Gesichtsmaske, die ich jemals benutzt habe. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das zweite Päckchen hier anbrauchen werde, denn ich möchte erstmal wissen, ob das normal ist, dass die Haut so extrem brennt. Also das war wirklich schlimm. Während ich mir das im Gesicht verteilt habe, habe ich natürlich Augen- und Mundpartie ausgelassen, aber hier am Wangenbereich und überall hat es angefangen, richtig doll zu brennen. Also das war so doll, da habe ich schon so ein bisschen Kreislaufprobleme gehabt. Also mir wurde richtig schwindelig und ja, auch so richtig ein bisschen heiß. Und ja, dann habe ich es auch runtergenommen. Also nach 6 Minuten habe ich das dann schon komplett runtergenommen. Man soll es ja eigentlich zwischen 10 und 15 Minuten drauf lassen. Und das hätte ich nie im Leben ausgehalten. Und danach ging es meiner Haut aber eigentlich gut. Also nicht unbedingt wunderbar, aber ihr ging es gut. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwelche Verletzungen, Verätzungen davon getragen hätte. Aber das war nicht der Fall. Also ich würde gerne wissen, ob das normal ist bei Gesichtsmasken. Ich habe mich sehr gewundert und es ist jetzt kein Gefühl, dass ich gerne noch mal wiederholen möchte ja, in irgendeiner Zeit. Ich habe noch eine andere Gesichtsmaske von Balea besorgt. Ich hoffe, dass ich die vielleicht besser vertrage. Ich weiß nicht, ja, aber auf jeden Fall, das war ja absoluter Reinfall. Mich würde wirklich mal interessieren, ob das normal ist, ob du die schon mal ausprobiert hast. Das ja, fände ich sehr interessant. Das nächste ist die In Douche Body Milk von Nivea. Dafür habe ich ein bisschen länger gebraucht. Das ist ja auch eine 400 ml Pulle. Und ja, also ich habe sie jetzt immer in meiner Sporttasche gehabt. Also ich habe sie immer beim Fitnessstudio mit dabei gehabt. Da geht es richtig schnell. Also nach dem Duschen einfach das nochmal drauf und dann nochmal abduschen und dann ist man schon eingecremt. Die Pflegewirkung ist jetzt nicht so super toll, deshalb habe ich sie jetzt für zu Hause nicht benutzt. Das würde mir zu Hause nicht ausreichen. Ich nehme mir dann auch gerne nochmal so 2, 3 Minuten Zeit und creme mich nochmal komplett ein. Aber so, wenn es schnell gehen muss, fürs Fitnessstudio ist das wirklich perfekt. Und für zu Hause habe ich mal wieder nach wie vor zu meinem Macadamien-Nuss von Alverde gegriffen, diese Körperbutter. Die liebe ich ja abgöttisch, also die finde ich wirklich toll und das ist auch nicht meine erste Pulle. Die habe ich, glaube ich, auch schon öfters jetzt gezeigt. Und ich finde es auch gut, dass der Geruch nicht so penetrant ist. Also ich mag es allgemein nicht so gerne, nach irgendwas zu riechen. Also egal ob Körperbutter, Körperlotion, Duschgel oder Shampoo oder sonst was, was man sich so auf den Körper schmiert. Ich mag nicht danach riechen. Also ich mag am liebsten gar nicht riechen. Das riecht schon so ein bisschen, aber es ist angenehm, es ist nicht so aufdringlich und von der Reichhaltigkeit finde ich es toll. Also gerade jetzt auch für den Winter werde ich das auf jeden Fall auch wieder benutzen. Dann noch eine Körpercreme, die ich aufgebraucht habe, ist von Emma Saam, Vino Gold. Habe ich auch wieder ein bisschen geschummelt, weil es eigentlich eine Probiergröße ist, aber die ist ja auch schon recht groß mit 28 Milliliter. Ja, die habe ich auch aufgebraucht und da muss ich sagen, genau das Problem, was ich mit der Alverde Körperbutter nicht habe, der Geruch ist ziemlich aufdringlich. Ich würde nicht sagen, dass es stinkt, dass es irgendwie eklig riecht, aber es ist halt sehr penetrant. Also man riecht es und auch nach dem Eincremen, dann bleibt es auch auf der Haut. Ich weiß, viele mögen das, also viele finden das toll, aber ich mag das irgendwie nicht. Also ich mag das nicht. Gerade wenn ich dann ins Bett gehe danach, dann ja, duftet das noch alles nach diesem Vido Gold. Aber ich muss sagen, von der Pflegewirkung ist es wirklich gut. Also das ist reichhaltig, aber es ist auch schnell eingezogen und man konnte sich dann auch anziehen. Also dafür ist es wirklich gut. Mich würde mal interessieren, ob du Emma Saam Produkte schon mal ausgetestet hast, ob du, ja, ob dich das so interessiert, diese Marke einfach. Und ich habe nämlich im Moment noch eine Handcreme und eine Gesichtscreme, die ich im Moment teste, auch aus dieser Vino Gold Reihe. Und ja, schreib mir mal, ob dich diese Marke im Allgemeinen interessiert. Dann Augen-Make-up-Entferner habe ich sogar 2 aufgebraucht. Ich bin stolz auf mich. Und zwar wieder dieses von Maybelline Jade, dieses für wasserfestes Make-up. Das liebe ich nach wie vor. Ich finde es toll. Und ich nehme da immer auch gerne ein bisschen mehr auf so ein Wattepad und
lege das mir dann aufs Auge und warte dann so ein bisschen und dann kann ich das eigentlich ganz gut komplett abnehmen, ohne großartig zu rubbeln. Also deshalb, ja, 2 Pullen schon leer gemacht. Ich bin wirklich stolz auf mich. Dann für die Gesichtsreinigung nach wie vor mein Bioderma Sensibio H2O. Also ich liebe es wirklich und ich weiß auch nicht, wie vielte Pulle das jetzt schon ist. Und es funktioniert sehr gut. Ich vertrage es unglaublich gut mit meiner Haut. Ich habe jetzt so ein bisschen versucht, danach nochmal ein Gesichtswasser zu kombinieren von anderen Marken. Hat irgendwie bisher nicht so gut geklappt. Also die waren schon eher aggressiver und das habe ich dann gleich auch wieder gesehen in meinem Gesicht mit meinen Flecken. Und ja, aber da teste ich auf jeden Fall noch. Ich möchte auf jeden Fall mal ein richtig gutes Gesichtswasser auch haben. So allgemein, damit ich so eine Pflegeroutine komplett habe für mein Gesicht. Dann habe ich noch die MAC Augencreme zu Ende benutzt. Die habe ich ja vor, glaube ich, ein paar Monaten gekauft gehabt und seitdem jeden Tag benutzt. Und jetzt ist sie leer und ich kann sagen, also ich finde, sie ist reichhaltiger als die normale Augencreme von Clinique, also nicht die Rich-Version. Aber ich hatte bei ihr jetzt nicht das Gefühl, dass sie Anti-Aging-Effekte hatte. Also ich hatte trotzdem noch so meine Trockenheitsfältchen und ja, also sie war auf jeden Fall reichhaltiger. Ich würde sie mir aber jetzt nicht nachkaufen. Also ich habe jetzt nochmal eine andere neue geholt, die ich im Moment teste und also sie war in Ordnung, aber wenn man vielleicht so ein bisschen schon Falten bekämpfen möchte, dann wird sie wahrscheinlich nicht helfen. Dann war ich noch unsagbar fleißig, was Haarsprays betrifft. Und zwar habe ich hier insgesamt 3 Pullen geleert und ja, wir fangen erstmal an mit Gotobi der Löwenmähne. Ich weiß nicht, ich habe das Produkt jetzt gar nicht nochmal gesehen bei DM. Kann es sein, dass Gotobi das aus dem Sortiment rausgenommen hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich dazu sagen, also mir hat es sowieso nicht gefallen, von daher weine ich nicht drum. Es hat die Haare extrem verklebt. Also es hat sie einfach nur verklebt und ja, klar, Löwenmähne hätte man sich vielleicht dann noch ein bisschen tupieren können, das drauf machen können. Es wäre dann verklebt gewesen und dann nochmal oben ein bisschen geglättet. Dann hätte man vielleicht so einen Löwenmähne-Effekt gehabt, aber für mich ist ist nichts. Also ich mag dieses verklebte, ja, ich mag dieses Haargefühl einfach nicht. Und es sieht bei mir auch nicht gut aus. Deshalb ist das für mich sowieso ein Flop. Also das würde ich eh nicht nachkaufen. Denn das nächste von Gotobi ist das Happy Hour durchgehalten. Das verklebt nicht so arg wie die Löwenmähne, aber das ja, funktioniert irgendwie nach demselben Prinzip. Ich finde die Gotobi Haarsprays nicht so gut. Also die verkleben alle so und sie riechen auch extrem. Also die haben so diesen Gotobi Geruch und ja, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich am liebsten nach gar nichts rieche und dann ja, ist das so ein bisschen schwierig mit diesen Produkten. Deshalb werde ich mir das auch nicht nachkaufen. Aber nach wie vor mein allerliebstes Haarspray ist das von L'Oréal, das Paris, das L'Oréal Paris El Net. Ich mag das einfach sehr gerne. Das ist übrigens für normaler Halt. Das reicht mir absolut aus. Also ich mache mir die Haare einfach so, wie sie jetzt sind. Da mache ich mir so ein bisschen was rein. Und dann verkleben die Haare nicht arg, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie so gehalten werden irgendwie. So ein bisschen mystisch, magisch gehalten werden. Eben ohne, dass sie verkleben. Ja, sie sehen halt trotzdem so extrem natürlich aus. Und das mag ich sehr gerne. Also dieses Finish ist toll, was dieses Haarspray macht. Und das werde ich mir immer, immer, immer nachkaufen. Das war's. Also mehr habe ich jetzt nicht aufgebraucht. Trotzdem, also ich bin stolz auf mich, ich persönlich. Unten verlinke ich nochmal meine letzten beiden Videos, nämlich einmal der große Wet n Wild Haul. Wenn du nicht weißt, was Wet n Wild ist, dann schau dir dieses Video an. Viele haben mich auch gefragt, wo man die Produkte kaufen kann, also auf der Wet n Wild Website. Da gibt es eine Auflistung an Shops, die sowas haben. Meistens Edeka, also meistens findet man das in so einem Edeka-Geschäft. Und das andere Video ist der Essence Dark Romance LE Review Haul. Ja, schau dir das an, falls du das möchtest. Und dann hoffe ich natürlich, hat dir das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.